Wie schaut man jetzt ungefähr an der Donau aus, von der Pegelsituation her? Ja, es ist, so wie es ausschaut, schon mit einem gleichen Hochwasserereignis wie 2013 zu rechnen. Die Enz ist nur ein bisschen Unsicherheitsfaktor, okay, weil die jetzt einmal einen Scheitel schon mal überschritten hat, aber da kann da was nachkommen. Also ich würde auf jeden Fall mit einem Hochwasser wie 2013 rechnen. Okay, gut, dann informieren wir jetzt mal die anderen. Liebe Kollegen vom Stab, ihr habt es wahrscheinlich eh schon mitbekommen, wir haben eine Krisensituation an der Donau, ein Hochwasser in der Größenordnung größer als ein HW 100 und draußen spielt sich schon ziemlich ab, dazu gibt es auch schon erste Berichte auch in den Medien. Schaut euch die bitte mal da drüben an, was sich da tut und wir setzen uns dann nachher für einen Lagebericht zusammen, wie wir damit umgehen. Es droht ein 100-jähriges Hochwasser, wie es bereits 2013 in Österreich der Fall war. Gesamte Gemeinden wurden damals überflutet, über 400.000 Haushalte mussten österreichweit evakuiert werden. In Wien und in Niederösterreich konnten die Schäden aufgrund des Hochwasserschutzes der Via Donau gering gehalten werden. Um auf den nächsten Hochwasserfall optimal vorbereitet zu sein, findet heute eine bundesländerübergreifende Hochwasserübung statt. Der Krisenstab der Via Donau ist zusammengetroffen, die Wasserpegel entlang der Donau steigen. Hier werden nun die ersten Maßnahmen gesetzt. Kollegen, wir haben jetzt gerade den Anruf gekriegt von der Stabsstelle, dass der große Hochwasserdienst ist ausgerufen worden. Das heißt, wir beginnen mit dem Schließen der Hochwassertore in der Lobau und beginnen dann danach den Dammbalkenverschluss zu setzen. In diesem Bereich, in dieser Expositur in dem Hafen Lobau, haben wir drei mobile Dammbalkenverschlüsse, wobei wir hier einmal die Eisenbahn absperren und diverse Hochwassertore, die wir nur schließen müssen. Liebe Kollegen, wir haben Fotos bekommen jetzt gerade von den Schadstellen. Draußen am Witzdorfer Rückstaudamm, schaut da bitte mal kurz her. Wir haben es nämlich gerade eingespielt. Schaut so aus, dass der Damm anscheinend unterströmt wird und dass wir Klarwasseraustritte am Dammfuß haben. Die Kollegen haben das draußen gerade fotografiert. Und wir müssen jetzt nur mal schauen, wie wir mit dieser Lage umgehen und diese Lage bewerten. Auf Facebook wird gemeldet, dass die Dämme der Donau brechen sollen. Die Bevölkerung ist verunsichert. Social Media ist für uns ein bisschen zum Problem geworden. Da tauchen immer wieder Falschmeldungen auf. Und wir nutzen diese Plattformen, um entsprechend tatsächlich darzustellen, was vor Ort passiert und dass wir die Situation im Griff haben, wenn es zum Beispiel um ein Hochwasserereignis geht. Wenn es jetzt ein Dammbruch wäre, dann würde es sicherlich in Abstimmung mit der Einsatzleitung vor Ort Überlegungen zu eventuellen Evakuierungsmaßnahmen getroffen werden. Ja, hallo, servus. Du, wie ist denn die Lage bei euch draußen? Die Wasserstände steigen nach wie vor immer noch stark an und langsam wird die Situation immer ernster. Die Prognose schaut derzeit so aus, dass die Wasserstände weiter steigen werden und ein Hochwasser größer als das Jahrhundertereignis aus dem Jahr 2013 droht. In dem Fall könnte es sein, dass die Hochwasserschutzanlage vom Wasser überströmt wird. Also wir versuchen jetzt mit Sandsäcken weitere gröbere Beschädigungen möglichst abzuhalten. Unterstützt werden wir dabei von den Kollegen der Freiwilligen Feuerwehr, vom Bundesheer und auch mit der Stabsstelle der Bezirkshauptmannschaft sind wir sehr eng in Kontakt. Mein Kollege, der Stefan Schweringer, ist als Verbindungsoffizier unsere Koordinierungsstelle direkt in der Bezirkshauptmannschaft in der Stabsstelle. Dadurch ist gewährleistet, dass wir sehr rasch handeln können und auch sehr gut abgestimmt die Berichtslegung direkt an unsere Stabsstelle in die Zentrale übermitteln können. Die Herausforderung ist mit Sicherheit die Menge an möglichen Einsatzstellen, die wir jetzt haben. Das heißt, es geht hier vor allem jetzt um die Ressourcenplanung, zielgerichtet die Ressourcen dort einzusetzen, wo sie zuerst gebraucht werden und dann die anderen Schadenstellen abarbeiten.
Die Stimmung ist natürlich der Lage entsprechend angespannt. Es ist immerhin ein 100-jährliches Hochwasser. Das kommt Gott sei Dank nicht so oft vor. Vor Ort ist die Lage aber deswegen ruhig, weil wir sämtliche Maßnahmen immer wieder mit den Einsatzkräften üben. Wir üben etwa alle 2 Jahre mit den Einsatzkräften, die auch jetzt im Einsatz stehen. Und daher sind die Handgriffe gewohnt und daher läuft das ohne Stress ab. Der Landesführungsstab hat eben die Katastrophe. Ja, wir haben ein massives Problem an 2 Stellen am Feldschutzdamm. Beides betrifft die Rückstaudämme. Dammbruch steht jetzt unmittelbar bevor und von der Bezirkshauptmannschaft Gensendorf wurde die Evakuierung der Gemeinden entlang des gesamten Feldschutzdamms von Schönau bis Engelhardtstetten angeordnet. Wir haben jetzt den Feldschutzdamm evakuieren müssen und unsere Mitarbeiter in den Exposituren Ort und Markthof zurückziehen lassen nach Bad Schaltenburg. Dort warten die auf weitere Unterstützung. Unser Einsatz am Machfeldschutzdamm ist jetzt beendet. 30.000 Menschen aus 10 Gemeinden werden entlang des Machfeldschutzdammes evakuiert. Mit diesem Übungsszenario beendet die Via Donau die Hochwasserkatastrophenschutzübung. Die Dämme konnten trotz zahlreicher Schutzmaßnahmen den Wassermassen nicht mehr standhalten. Durch die schnelle Reaktion der Via Donau und dank der Kooperation mit den Gemeinden konnte die Bevölkerung entlang des Machfeldschutzdammes trotzdem rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden. Die Mitarbeiter der Via Donau haben damit die Katastrophenschutzübung erfolgreich abgeschlossen. Die Zusammenarbeit im Rahmen der Katastrophenschutzübung hat sehr gut funktioniert.